Hallihallo, liebe Minecraft-Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Runde hier auf Skybounce. Zuerst mal möchte ich ein paar Sachen ankündigen, die in den Kommentaren immer wieder auftauchen. Einmal der CleanZone Generator hier hinten. Ich werde jede Folge gefragt, ob ich da ein Tutorial zu machen kann. Ich habe bereits unter drei Videos den verlinkt in einer Infokarte und oder in der Videobeschreibung und habe das in dem jeweiligen Video gesagt. Das heißt, da sieht man in diesen Kommentaren immer, wie aktiv die Leute die Videos wirklich schauen. Da braucht man nicht mal Statistiken zu. Sieht man auch an den Kommis. Also, hier das letzte Mal jetzt ist der CleanZone Generator verlinkt in der Videobeschreibung. Eine weitere Sache nochmal als Bedankung, und zwar an, warte, hier, wo ist die Insel? Hier, genau, Tricky Hotdog TVT. Der hat mir jede Menge Stuff gegeben, weil er aufgehört hat. Finde ich auf jeden Fall korrekt. Hier sind noch so ein paar Sachen dabei von ihm. An XP Booster kann ich eigentlich gleich mal einlösen. Auf jeden Fall sehr korrekt von ihm. Ich hatte das auch schon mal erwähnt, hat ihn schon mal erwähnt, aber nicht so konkret warum. So, ansonsten nochmal ein Dankeschön an Zu Lange Online. Einer, der hier mit auf unserer Insel ist. Der ist jetzt hier oder ja, wird jetzt demnächst gleich bald neuer Mod und hat das Sieve Kit. Das Sieve Kit ist ein relativ starkes Kit mit Full Protection 5 Rüstung zum Beispiel. Und das sponsert der mir immer. Das finde ich auch sehr, sehr nice. Da mache ich mir immer so ein bisschen Ersatzequipment und baue mir selbst gerade Godstuff zusammen. Wo wir gerade bei Godstuff sind. Ich bin auch gerade dabei, mir selbst Godstuff zu machen und habe hier schon ein paar Sachen. Backstep 9, Fire Aspect 2, alles Max bis kurz vor Max. Level Enchanting Bücher, Guillotine 10, Shatter 9, Sharpness 6. Na gut, das hier ist noch ein bisschen was anderes. Das kommt noch auf mein Looting Schwert drauf. Und ja, hier sind so die anderen Sachen, die ich da noch draufpacken will. Thorns und sowas für die Rüstung. Das wird auf jeden Fall nice. Hier seht ihr jetzt gerade noch 5 Blaze-Spawner rumstehen. Die stehen halt gerade einfach nur so da. Ah, guck mal. Wer da ist. So, die stehen nur so dafür da, weil ich keinen Griner habe. Drüben ist unser nice Zombie-Griner. Können wir hingehen, ein paar Level farmen. Hier unser Kuh-Griner, falls wir Essen brauchen. Gut, das Lager ist ein bisschen weiter unten. Sind nochmal 2 Kisten. Okay, jetzt zu den zwei, sagen wir mal, wichtigen Sachen. /ESGO. Es gibt eine neue Community-Insel. Die dritte und letzte Community-Insel. Lol. Hier ist eine Kiste für den Nekromanten. Das klingt nice. Ich glaube, das gefällt mir. Nein. Also doch schon. Und ihr seht, dass hier eine dritte Community-Insel ist. Auch wieder eine Premium-Insel mit mehreren Slots. Und hier drauf möchte ich wieder Leute einladen. Das heißt, wenn ihr noch nicht auf die Insel gekommen seid und unbedingt drauf wollt, aber ihr müsst dazu wirklich aktiv spielen, denn ansonsten wäre das ein wenig verschwenderisch, dann könnt ihr euch hier für diese Insel auf der, in den Kommentaren bewerben. So, jetzt habe ich es ausgesprochen gekriegt. Ihr müsst dafür einmal euren Ingame-Namen mit hineinschreiben, dann warum ihr auf diese Insel wollt. Wenn ihr sagt, ja, ich kaufe mich da jetzt rein, ich gebe dir 5 Millionen, dann zählt das nicht. Also ihr könnt euch nicht hier reinkaufen, sondern wirklich mit einer guten Bewerbung es machen. Reinschreiben könnt, was könnt ihr auf dem Server gut, was könnt ihr hier nicht so gut. Damit man auch weiß, okay, der Typ ist jetzt ein absoluter Gott, der muss unbedingt rein. Und wenn man dann merkt, der ist es gar nicht, dann ist er ein bisschen blöd. Versteht ihr, wie ich es meine? Also schon schreiben, okay, ich bin absoluter PvP-Noob oder sowas. Damit man das auch weiß. Ich werde das Team nämlich so zusammenstellen, dass es Leute gibt, die sich gut mit Redstone auskennen, Leute gibt, die gut im schönen Bauen sind und Leute, die gut im PvP sind und sich mit der Warzone und so auskennen. Also, dass das Team wirklich gut zusammenpasst. Also, jetzt Bewerbung in die Kommentare schreiben. Die letzte Sache für heute, die ich noch ansprechen möchte, bevor wir irgendwas Cooles machen, vielleicht Warzone, vielleicht können wir auch farmen, das wäre doch nice, so ein paar Runen farmen. Obwohl mir fällt noch was anderes ein, was ich anspreche. Okay, erstmal erstens. Ich habe mich natürlich der YouTube-Deutschland-Szene angepasst, nach dem Motto, ich schlage meine Fans. Nein, Spaß, das würde ich nie machen. Es ist nur so, wenn ich in die Warzone gehe,
Immer wenn ich irgendjemanden angreife, kriege ich danach eine MSG. Boah, bin ein Zuschauer, was soll das und sowas. Dann denke ich mir so, Leute, wenn ihr meine Zuschauer seid, dann ist das natürlich schön und gut. Aber warum sollte ich euch deswegen nicht angreifen dürfen? Das ist ja nicht so, bloß weil ihr mich schaut, seid ihr deswegen automatisch mit mir in der Warzone verbündet. Wenn es mir Vorteile bringt, dann nehme ich mir ein Team oder nehme ich mir einen Teammate. Aber wenn jetzt so irgendjemand kommt, mit dem ich nicht teame, der mein Zuschauer ist, dann weiß ich das erstens nicht. Und zweitens greife ich deswegen halt einfach an, um ihn zu töten. Einfach des Kills wegen. Ich meine, ich habe auf meiner Battle Axe Lumberjack Konfetti. Der droppt Äpfel, also Goldäpfel, OP-Goldäpfel und Konfetti. Oder Konfetti, also Konfetti und oder Gold oder OP-Goldapfel. Ja, und das ist halt richtig nice, deswegen töte ich die Leute einfach. Und wenn ich dann irgendwelche so Kommentare, MSGs bekomme, wie, Alter, wenn du mir mein Stuff nicht wiedergibst, dann deabo. Dann denke ich mir so, ja gut, dann deabonniere mich. Denn solche Leute will ich nicht in der Community haben. Das ist doch. Da sehe ich den Sinn irgendwie überhaupt nicht dahinter. Also, wenn ihr da jetzt mal so eure Meinung in die Kommentare schreiben würdet, wäre nice, dass ich sehe, ob das jetzt nur meine Meinung ist. Ob die jetzt, naja, eigene Meinung kann zwar nicht falsch sein, aber ob die jetzt anders ist als die der meisten. Schreibt das einfach mal in die Kommentare. Meine Meinung ist dazu. Bloß weil ihr mich abonniert habt, ist das jetzt nicht der Grund, ein Grund dafür, dass ihr in der Warzone automatisch mit mir Frieden habt, denn dann könnte ich ja gar keinen Kill mehr machen. Und auch so, also, ja, es ist einfach nicht möglich. Würde einfach jeder mich abonnieren und ich könnte niemanden mehr angreifen. Gut, also eure Meinung jetzt in die Kommentare und dann das letzte Thema. Was soll ich als nächstes hier auf Skybones machen? Also auf jeden Fall bin ich jetzt noch dabei, mit Piken ein Opening zu ersparen, aber das wird ein spezielles Opening, ein sehr spezielles Opening werden. Das heißt, es wird jetzt nicht irgendwie daraus bestehen, dass du hier zwei Stacks Legendary Relicts hast, wie hier Legendary Relict Ancient Runes. Ich werde es auch noch nicht verraten, worauf sich dieses Opening bezieht. Es wird nämlich wirklich sehr speziell, damit es nicht irgendwelche Leute gibt, die wieder für mich farmen. Ich will das Opening mal komplett alleine. Aber es wird auf jeden Fall richtig krass. Zu der Sache, die ich ansprechen wollte, genau, was soll ich als nächstes auf Skybones machen? Wünscht ihr euch von mir mehr so Warzone-Zeug, mehr zusammengeschnitten, oder wünscht ihr euch vielleicht, dass ich jeden Tag eine 5-Minuten-Folge bringe, oder alle 3 Tage, alle 2 bis 3 Tage, wie jetzt gerade, eine Viertelstunden-Folge, 10 Minuten-Viertelstunden-Folge? Schreibt mir das einfach mal, oder ob ihr irgendwelche Vorschläge habt, ob ich mal zeigen soll, so wie ich baue. Oh, nice, Schwert aufgelevelt. Ob ich mir vielleicht mal mein Gotteswirt irgendwie innerhalb von 2 Folgen zusammenstellen soll. Ich meine, da gehört jetzt viel Levelfarmen dazu. Ich bin gerade dabei, 120 XP-Level zu farmen, denn die brauche ich auch, um mir Sachen zu disenchanten. Naja, schreibt mir das mal in die Kommentare, was ihr da sehen wollt. Gut. Mal gucken, was könnten wir jetzt noch Schönes machen? Wir könnten natürlich jetzt in die Warzone gehen. Was könnten wir noch? Wir könnten auch ein bisschen was enchanten. Was habe ich denn noch nicht? Ich habe hier eine Effizienz 5. Effizienz 5 Spitzhacke. Hacke. Axt meine ich. Den Lumberjack. Hier habe ich ein bisschen was an Arcane Dust. Was ich nicht habe, ist eine gute Schaufel. Meine Schaufel hat Effizienz 3. Hier habe ich eine Efficiency 3 Boot. Ich würde sagen, verzaubert habe ich noch nie, deswegen mache ich das jetzt einfach mal. Für alle, die es nicht wissen, wie das funktioniert, man hat diesen Arcane Dust und dann seht ihr hier unten hier, na gut, kann ich jetzt nicht zeigen, steht so Ready to Alchemize und da Arcane Power 300 von 300. Und dann mache ich mal slash Alchemist. Tu das Buch hier rein und ihr seht, hier steht jetzt so Success Chance High. Oh lol, da hat gerade jemand Super Skydrop gemacht. Ich würde sagen, da gehe ich mal easy schnell rein. Battle Axt holen, Looting Schwert rein, Goldäpfel, OP Goldäpfel, Enderperlen, Flash Heal, bla bla bla, slash Spawn, warte, hab ich, ja, hab ich, ich dachte, ich habe jetzt keinen Pfeil, Spawn, okay, dann gehen wir doch in die Warzone, sorry, dass ich mich räuspern muss, meine Stimme ist noch nicht so ganz okay. Also, wer es nicht weiß, ich war
praktisch die ganze letzte Woche so ein bisschen krank, hatte so eine Art Mandelentzündung mit Halsschmerzen dazu. Ja. Mal gucken, ob diese Kiste hier schon geöffnet ist. Ich hoffe mal nicht. Ich botte mich gleich mal mit einer Enderperle hin. Oh, nice, das ist ein Typ. So, dann klatschen wir den halt. Oh, ich will den Stuff haben. Yes, ich habe viel, viel eingesammelt. So, Stoppvergiftung. Mal gucken, hoffentlich war die Kiste noch nicht gelootet. Ah, verdammt. Ich habe doch zu lange eine Chest gebraucht. Ist halt. Keine Ahnung, du hast eine halbe Minute Zeit und dann musst du an den Kisten sein. Ich wette, die ist auch gelootet. Egal. Den Kill hier kriege ich nämlich noch. Ich glaube, bei Xander, okay, bei dem bin ich eh Team. Sorry übrigens an alle No-Equip-Leute, die ich immer töte. Aber es bringt halt Konfetti und das brauche ich halt. Gut. Ist nur, man sollte immer nochmal gucken, ob man mit den Leuten wirklich Team ist, denn bei Skydrop ist das alles nochmal ein bisschen was anderes. Bei Skydrop lösen sich die Teams teilweise so ein bisschen auf, dass man jetzt sagt, okay, Skydrop, ich bin nicht mehr Team mit dir. Ah, nice, da war noch was drin. Den kill ich. Ah, hi, da ist der Lord X, mit dem habe ich gerade noch getradet. Ist die Kiste gelootet? Ja, war ja klar. Mal gucken, ob der Typ oben irgendwas Gutes hatte. Oh, ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht übers Haus drüber geworfen. Nein, okay. So, hier oben habe ich den getötet. Ach, rohes Fleisch braucht niemand. Oh, guck mal, die fighten gerade heftig. Das ist ja toll. Naja, solange ich damit nicht mit reinbezogen werde. Oh, nice. Ich habe das Zeug einfach mal abgegriffen. Der hat es bestimmt eh nicht gebraucht. Also, mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit hat er das Zeug nicht gebraucht. Denn, ja, er war Eisen-Equipment und. Ja, Eisen-Equipment bei Fuldia ist so eine Sache. Kann man vielleicht Alchemisen, nee, Blacksmithen? Mal gucken, ist die Chest hier hinten gelootet? Nein! Ohohohoho! Ist ja geil. Die Chest hier hinten war einfach noch nicht gelootet. Okay, Gigi. Ich glaube übrigens, dass die eine Chest, die vorhin da war, schon gelootet gewesen war und da nur diese Schutz 3 Sache drinne gelassen wurde. Mal gucken, ob die nächste hier oben gelootet ist. Ah, schade, jetzt sieht man das im Video. Ist eigentlich so eine Kiste, von der wissen so unglaublich wenige. Die ist so selten gelootet. Deswegen, ja, eigentlich verrate ich es nicht gerne, denn so ein paar Kisten, Geheimnisse sollten schon bewahrt werden, sonst, naja. Ah ja, ich wurde wieder mal nicht gepotet. So, Enderperlen-Cooldown. Das wird sich wieder immer now stehen. So, Enderperlen-Cooldown sind 10 Sekunden. Hell, warum kann ich mich nicht porten lassen? Enderperlen-Cooldown 10 Sekunden. Aber ich werde nicht geportet. Warum werde ich nicht geportet? Ha, jetzt. So. Genau, man muss hier so, hat sich mit der Enderperle hochporten, dann so ein kleines Jump and Run machen. Hier hoch, hier hoch, hier hoch. Da hoch, da hoch, da hoch. Und genau, hier ist die Kiste. Nice, noch mehr Bier. Shatter 5. Okay, das ist cool. Quarzbohne, gelbe Wolle. Dann, ich würde sagen, ich mach mal Slash Blacksmith. So. Hä, wo habe ich mich verschrieben? Ah, da Doppel-C. Blacksmith. Und da tue ich jetzt einfach mal so die ganzen Schrotteisensachen rein. Genau, jetzt ist nochmal Platz für die Wolle. Dann blacksmithen wir mal den Rest noch dazu. Hier mal einzeln. Ernsthaft nur ein Eisenbahn rausbekommen. So. Lol. Hä? Jetzt geht's wieder gut. Nur, schon wieder nur ein Eisenbahn. Protection 1. Okay. Schon wieder eine 2. Komm, da kommt ja das Gutes raus. Warte, wie viel Pech habe ich denn bitte schön gerade? Protection 3. Okay, das ist schon besser. Herkules Helm. Den brauche ich halt eigentlich nicht wirklich, aber er hat halt Tank. Tank würde ich mir gerne runterpacken. Ich guck mal beim Alchemist vorbei. Dann Unbreaking
1 brauche ich nicht. Shatter 5 brauche ich schon. Protection 3 brauche ich auch nicht. Mehr haben wir jetzt nicht bekommen. Na gut, ich fand den Skydrop jetzt trotzdem nicht schlecht. Wir haben jede Menge mäßiges Zeug bekommen. Einmal Konfetti öffnen. Iron Block, okay, kann man mal machen. Habe ich noch irgendwas Cooles? Ja, mäßiges Zeug. So, ich guck mal, ob hier drüben bei dieser Insel schon mal jemand war. Also hier auf dieser Insel gibt es irgendwie 4 Kisten. Ich kenne aber blöderweise nur eine. Das ist ein bisschen schade. Die ist dort unten. Ich würde gerne wissen, wo die anderen alle sind. Aber ich finde die. Aber finde die nicht. So, da unten ist die eine. Zack. Already looted. Schade. So, jetzt muss ich hier versuchen, wieder hochzukommen. Ja, GG. Das könnte jetzt problematisch werden, hier wieder hochzukommen. Ich kann natürlich versuchen, mich nach da drüben zu porten. Boah. Ernsthaft? Da war ein Loch dazwischen. Darauf muss man erstmal kommen, dass da ein Loch ist. Gut. Dann bin ich jetzt hier. Zum Glück gerade überhaupt keine Enderperlenverschwendung. Ernsthaft, da ist halt wirklich ein Loch dazwischen. Kann ich mal gucken. Ich habe nämlich so das Gefühl, dass genau hier unten auch noch irgendwo eine Kiste sein wird. Also das ist irgendwie der einzige logische Ort, wo noch eine sein könnte. Zack. Zack, zack, zack. So ein bisschen rumspringen. Mal gucken. Auch immer so gucken. Mich würde interessieren, was dort hinten los ist. Ich port mich mal nach da drüben. Wenn ich nicht immer ins Void fallen würde. Sowas macht mir auch richtig Spaß, wenn du so die Bosse erkundest. Yes. Okay. Jetzt bin ich hier. Irgendwo hier vielleicht eine Kiste? Nein. Okay. Mal gucken. Irgendwo hier war doch Licht. Genau da. Da will ich hoch. Ich muss jetzt natürlich aufpassen, dass ich meine Enderperle nicht irgendwo dagegen werfe. Wer ist da? So. Das könnte funktioniert haben. Ja, genau. Ich bin oben drauf. Na gut. Sieht nicht so aus, als wäre hier großartig was. Hier ist einfach nur Licht. Okay, schade. Wäre aber cool gewesen. Man kann ja gucken. Na gut, jetzt stecke ich hier fest. Egal, mache ich einfach /ESGO. Ich weiß nicht, ob da jetzt noch irgendwas gekommen wäre dort unten oder irgendwo in der Nähe. Naja. Okay, dann kann ich mal auswerten, was wir bekommen haben. Einmal auf jeden Fall Paper Schematics. Davon habe ich halt so viele, die ich eigentlich gar nicht brauche. Naja. Noch mehr Goldäpfel. Okay, das ist nice. Den behalte ich auch mal. Mehr Goldblöcke, der Herkules Helm, da gucke ich gleich mal, was ich da disenchanten kann. Emeralds und Co. Healports. Die Bücherregale baue ich mir gleich ab. Denn daraus kann man Bücher bekommen und die Bücher braucht man zum Disenchanten. Das sind wieder 6 Stacks Bücher, das ist nämlich ganz nice, davon brauche ich immer sehr viel. Arcane Dust, darüber freue ich mich auch übelst, denn Arcane Dust brauche ich halt einfach massig. So, mal gucken, was kann man denn beim Herkules-Helm disenchanten? Okay, wie ich dachte, Tank 4. Oh lol, da ist schon wieder ein Skydrop. Egal, den gönne ich mir jetzt noch. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann, ne? Ciao, ciao.